So, sehr willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Leute, ich könnte gerade so ausrasten, ne? Ich habe gerade mein letztes Spiel abgebrochen, weil dieses Team so schlecht ist. Ich fasse es nicht, wie schlecht Chiellini ist. Ja, ich diskarde ihn. So unfassbar sauer bin ich gerade. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Es geht gar nicht mehr. Hättet ihr das Video gerade gesehen, ne? Normalerweise lade ich dann nicht unbedingt die Videos hoch, wo ich wirklich angepisst bin. Aber das gerade war das Schlimmste, was ich jemals gespielt habe. Ich habe gegen so einen Noob gespielt. Jeder von euch ist besser. Jeder einzelne Spieler von euch ist besser als der. Und zwar ohne Probleme, ja? Er hat mit einem verkackten französischen Team mit Cavani gespielt. Mit einem Lone Matuidi. Das heißt, er kann sich nicht mal irgendwas Vernünftiges bauen, ja? Er ist zu dumm dafür. Und was macht mein Team? Chiellini läuft viermal nach dem Anstoß nach vorne. Ohne Sinn. Jedes Mal reißt er eine Lücke auf und jedes Mal rennt er durch und jedes Mal rennt Handanovic einfach am Gegner vorbei und der kann einschieben. Jedes verkackte Mal. Ich bin gerade so ausgerastet. Ich habe meine Faust, sie blutet. Ja, mein Finger, er blutet. Ja, ich habe gerade tatsächlich mich blutig geboxt an meinem Stuhl. Ja, so weit ist es schon gekommen. So weit treibt mich dieses Spiel mittlerweile. Ja, es ist kein Spiel, es ist ein Krampf. Es ist einfach nur eine Beleidigung für jeden, der dieses Spiel spielt. Und ich werde jetzt wieder ein Beispiel bringen, warum dieses Spiel so unfassbar scheiße ist. Jeder von euch, der dafür wirklich Geld ausgibt, der tut mir wirklich von ganzem Herzen leid. Ich habe übrigens auf Wolfsburg-Trikots, weil ich ja das mit Zieler gemacht habe, das Video dazu. Ja, ihr wisst Bescheid. Komm, mach anderes Trikot. Ey, ich bin so auf 180, ne? Ich habe gerade so rumgebrüllt. Normalerweise, ich würde sowas niemals machen, so ein Rage-Video, ne? Aber wenn ihr... Zum Glück für euch habe ich... Das ist bestimmt sogar der gleiche Pisser, einfach mit dem gleichen scheiß Franzosen-Fan-Zacken-Team, ey. Nur halt einfach mit anderen Spielern drin. Ey, meine Fresse. Ich habe gerade so rumgeschrien, ne? Alter Schwede, das hätte niemals, wäre das länger als 5 Minuten auf YouTube gewesen. Das wäre sofort gesperrt gewesen. Alter Schwede. Ich bin so auf 180, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und wie gesagt, normalerweise tut es mir leid, sowas hochzuladen. Normalerweise würde ich sowas nicht hochladen, weißt du? Weil ich ja einfach ein bisschen zivilisiert normalerweise bin. Ich will ja nicht wegen sowas ausrasten. Aber es geht einfach nicht anders. Es geht nicht anders. Hättet ihr das Spiel gesehen? Alter! Das war nicht mehr normal, was Chiellini gemacht hat. Wie behindert man sein kann. Als Innenverteidiger mit einem 84er Rating, mit 86 Defending oder sowas. Das gibt es einfach nicht, ja? Das gibt es nicht. Dagegen sind so Marcel zu dem Scorpion-Ausrast-Videos, wo er da steht und was schreit. Das ist nichts dagegen. Guck mal, was jetzt Bonucci macht. Das war Basali, ist noch viel schlimmer. Der hat auch 86 Defending oder sowas. Das ist so unfassbar kacke. Das macht mich einfach so kaputt, dieses Spiel. Seelisch, nervlich und geistig. Ich habe das Gefühl, ich verblöde dadurch, dieses Spiel zu spielen. Und das musst du erstmal schaffen. Auf so eine Stufe musst du erstmal kommen, ja? Aber ich bin es mittlerweile einfach. Und ich verstehe auch nicht, wieso. Weil ich bin besser als diese ganzen No-Hands da draußen. Das klingt jetzt vielleicht arrogant, aber ich bin es einfach de facto. Man kann nichts dagegen sagen. Man sieht es ja normalerweise in meiner Statistik. Aber das Spiel will nicht, dass man gut ist. Es will es nicht. Es verhindert es. Mit den dümmsten Sachen. Mit den verkackten Torhütern. Mit Laufwegen, die nicht mehr normal sind. Mit einem Ziehen, das an einer Mittellinie beginnt und im Strafraum fällt der Spieler. Es gibt 11 Meter. Mit sowas macht das Spiel nicht nur den Spielspaß, sondern auch die Spieler kaputt. Und die Leute wie ich, die noch so bescheuert sind und da Geld reinbuttern. Ich meine, was ist denn da los? Übrigens, wenn ihr selbst PSN-Guthaben braucht und so weiter und so fort, es wird ja ein Lord in Form kommen. Wobei, wahrscheinlich werden sie nicht mal das auf die Reihe kriegen. Ja, das, was alle wollen, werden sie nicht hinkriegen. Dann schaut bei King Green vorbei, wenn ihr mich unterstützen möchtet. Wenn ihr diesen Bastard, der hier Videos, ja, Videos macht, ohne Sinn, ohne jegliche... Irgendwas, ohne jeglichen Skill, ohne irgendeine Existenzberechtigung. Dann schau bei King Green vorbei für Headsets bei Sennheiser. Und jetzt kassiert das 1-0 durch Griezmann, durch den Lupfer. Nein, doch nicht, weil Handanovic mal sich besinnt. Meine Hand blutet übrigens, deswegen muss ich ab und zu mal hier einen Controller anlegen. Übrigens nur die Faust, der Knöchel, ja, so weit ist es ja nicht, dass ich irgendwie, ja, besonders alles kaputt schlagen würde. Nein, aber ich habe immer meinen Stuhl geboxt und der Stuhl ist relativ massiv, also ist kein Holzstuhl oder sowas, ist ein ganz normaler Bürostuhl, aber da ist so ein bisschen was Härteres und da habe ich gegen geboxt und naja, sowas kann dann halt bei rumkommen. Ich will jetzt auch gar nicht irgendwie sagen, boah, ich bin so ein harter Typ, weil ich da rum... Ich will ja deswegen... Ich bin ja nicht stolz auf sowas. Es gibt ja... Oh Gott. Alter. Ich bin wirklich nicht stolz auf sowas, ja? Ich habe gerade so rumgebrüllt, da wäre ich nie drauf stolz. Ich bin gerade so angepisst. Das will ich ja alles nicht. Aber du kannst einfach nichts machen. Alter, wenn ich sowas schon wieder sehe, ne? Mit rechts, der ist Linksfuß. Das war Kabea, okay. Ich dachte, das wäre Dean gewesen. Dean hat gerade eben gegen mich ein Tor geschossen. Das habt ihr in eurem Leben noch nicht gesehen. Ey...
wie man so behindert sein kann. War natürlich wieder vorher ein Fehler von Chiellini, der den Ball einfach nicht bei der Ecke. Ich habe hier Flanken gedrückt, ne? Sodass er den Ball normalerweise hätte er ihn hoch rausköpfen müssen. Nein, er köpft ihn flach zu Dinier. Und der haut mit seinem linken Fuß, wahrscheinlich war das gerade so, Dinier bei dem Longshot da. Der haut einfach drauf, aus 20 Metern der Ball fliegt in den Winkel. Natürlich, weil gerade Lucas Dinier dafür bekannt ist, dass er sowas kann. Alter Schwede, so jetzt kommen wir wieder ein bisschen runter hier. Und reden mal so ein bisschen über Themen, was ich ja normalerweise hier in diesem Let's Play in Anführungsstrichen machen will. Und zwar folgendes. Schreibt mir mal in die Kommentare, da könnte ich auch schon wieder ausreißen, wenn ich nur über das Thema nachdenke, ja. Kroatien, Italien war ja gestern das Spiel, war ja ein ziemlich, naja, Skandalspiel, kann man eigentlich schon wieder dazu sagen. Genau wie Serbien, Albanien war, aber diesmal aus anderen Gründen. Es waren zwar wieder Fans, die, naja, Fans kann sind ja voll Idioten, Hurensöhne, kann man einfach nur dazu sagen. Es tut mir leid, es sind einfach solche, in meinen Augen. Ich weiß, solche Wörter benutzt man nicht, solche Wörter nimmt man nicht in den Mund, aber solches sind einfach nur was. Die einfach Sachen machen und Pyrotechnik zünden, genau deswegen bin ich gegen Pyrotechnik, ist verboten, es bringt fast zum Spielabbruch. Björn Kuipers hat das Spiel dann, nachdem er es mehrmals unterbrochen hat, doch noch zu Ende geleitet und so weiter und so fort. Aber danach wurden Polizisten angegriffen und so weiter und so fort. Und gibt es, ich möchte jetzt vor allem vielleicht habe ich ja kroatische Zuschauer hier. Ich weiß ja, dass Pure Kroate ist, aber der wird das Video wahrscheinlich nicht gucken. Ich möchte trotzdem mal wissen, heißt ihr sowas gut oder sagt ihr, es ist peinlich, dass diese Leute meiner Nationalität ansprechen, dass diese zu quasi, ja, die gleiche Nationalität haben wie ich. Weil ich würde mich für sowas schämen. Robert Kovac hat sich ja auch noch... Ne, Niko Kovac ist, glaube ich, der Trainer, ne? Komm, machen rein. Dankeschön, Eriksen, danke. Hat sich ja auch noch auf dem Platz bei Italienern entschuldigt, hat sich später entschuldigt. Und allgemein wurde auch gesagt, dass sowas nicht die normalen Bürger sind, dass sowas nicht die normalen Fans sein sollen, dass man sowas nicht braucht. Und ich will sowas auch gar nicht im Fußball haben. Ich brauche sowas auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich könnte auch kotzen bis zum geht nicht mehr bei. Aber ich würde ganz gerne einfach mal eure Meinung dazu wissen. Seht ihr es auch so mit Pyrotechnik, dass sowas wieder zeigt, dass das verboten gehört einfach, dass es einfach zu gefährlich ist? Oder seid ihr da wirklich Verfechter? Oder ich muss einfach in dem Zusammenhang, sorry, einfach sagen, Vollidioten, die solche Ultras, beziehungsweise in dem Fall wahrscheinlich eher Hooligans, kann man die nennen, auch noch unterstützen. Das würde ich einfach gerne mal wissen. Und ja, des Weiteren haben wir noch ein paar Themen, die ich ansprechen könnte. Beispielsweise der gute alte Tim Wiese, der ja es geschafft hat, jetzt tatsächlich meiner WWE seinen ersten Auftritt zu haben. Hat in Frankfurt in der Festhalle, naja, zwar nicht gekämpft, aber er war zumindest im Ring beim Match zwischen den Usos und Stardust und Goldust, was eigentlich nur Cody Rhodes und Goldust sind, die ja Brüder sind und so weiter. Naja, er war zumindest im Ring, hat seinen ersten kleinen Show-Auftritt gehabt. Und ich würde gerne mal, es sieht ja danach aus, als ob er wirklich bei der WWE unter Vertrag genommen werden würde. Und ich würde einfach gerne mal von euch wissen, wie seht ihr das? Findet ihr das gut oder seid ihr solche Leute, die sagen, ich gönne ihm das nicht, aus welchem Grund auch immer? Wenn ja, dann schreibt mir das mal in die Kommentare oder, also die Gründe halt. Oder seid ihr Leute, die sagen, ja, ich gönne dem das, ich finde das cool. Oder seid ihr Leute, die sagen, nee, der macht sich nur lächerlich oder macht allgemein, ist das lächerlich, dass sowas, der Sport ist lächerlich oder das Entertainment im Endeffekt, ja, und sowas. Würde mich einfach mal interessieren, was eure Meinung dazu ist. Bentner 2-0, sehr schön. Guck mal, wir führen sogar mal, das gibt's ja gar nicht. Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare, weil das würde mich wirklich mal interessieren. Und, ja, das wäre einfach mal so meine Frage an euch. Ach, Mann, Alter. Ich habe nicht gedacht, dass es anfängt wirklich zu bluten. Es regt mich gerade ein bisschen auf, weil das brennt. So. Wie laut ich gerade auch Yo wahrscheinlich gebrüllt habe, ne? Ich wollte übrigens, nachdem ich das, ich glaube 5:3 war es, habe ich wieder durch ein... Naja, habe ich gesagt, Chiellini halt, ne? Dadurch kassiert und ich bin da richtig ausgerastet, ne? Ich habe richtig rumgebrüllt und so. Ich hatte erst vor geplant, das Ganze leiser zu machen, vielleicht zu zensieren teilweise, ne? Und dass ich das dann aber wieder hochlade. Aber direkt danach macht er den nächsten Fehler. Er rennt wieder aus der Abwehr raus. Er rennt, ohne dass ich ihn steuere, einfach wieder raus. Er schafft es tatsächlich zweimal innerhalb von 2 Minuten den Fehler zu machen. Davor hat er dann auch schon zweimal gemacht, ne? Aber das passiert. Aber zweimal in 2 Minuten einfach, weil dieses Spiel so doof ist, weil diese Spieler so dumm sind im Kopf. Das ist unfassbar. Vor allem hätte ich ihn gesteuert, weißt du, der ist mein eigener Fehler gewesen. Okay, war es aber de facto einfach nicht. Ich konnte nichts dafür. Und sowas ist dann so eine Sache, wo ich mir denke, boah. Aber naja. So, konzentrieren wir uns mal in der zweiten Halbzeit gleich ein bisschen auf das Spiel. Verlegen stand wahrscheinlich im Abseits, ja. Und es tut mir wirklich leid, aber ich bin auch gerade aus der Schule wiedergekommen. Ich bin dementsprechend noch ein bisschen
ausgelaugt und muss heute noch zwei Videos machen, und zwar das 7-Minute-Squad-Episode auch noch aufnehmen, weil ich es gestern nicht mehr geschafft habe. Und deswegen muss ich jetzt quasi ein Video machen. Normalerweise würde ich mich auch nie an die Konsole setzen, nachdem ich so ausgerastet wäre. Ja, ich wäre ja so sauer, ich würde da irgendwas anderes machen, logischerweise. Aber ich habe ja gesagt, ich habe euch versprochen, ich mache drei Videos am Tag und daran will ich mich halt auch einfach halten, wisst ihr? Und dementsprechend kommen mal die Videos. Und da kann es halt auch mal sein, dass einmal im Jahr oder einmal im Jahr passt, glaube ich, ganz gut, weil normalerweise lade ich halt sowas nicht hoch, dass da mal sowas dabei ist wie jetzt. Das tut mir natürlich mehr leid, als dass es irgendwie, dass ich das irgendwie cool finde oder sowas, aber sowas kommt halt nun mal einfach vor. Und ihr sollt ja auch sehen, dass nicht immer alles fröhlich, heiter, heiter ist. Ich meine, ihr seht in den 7-Minute-Squads immer schon, dass ich teilweise schon relativ angepisst bin von dem Spiel, aber jetzt gerade ist hat seinen bisherigen Höhepunkt erreicht, glaube ich, dieses Jahr. Also ich war noch nie so angepisst wegen dem Spiel bisher dieses Jahr. Das war wirklich, ja, eine Hausnummer. Sagen wir es einfach mal so. Und, ja. Das sollt ihr auch mal mitbekommen, ne? Was dieses Spiel in einem Menschen auslösen kann, ne? Auch wenn es im Endeffekt nur ein Spiel ist. Das ist ja das Traurige da ganz. Ich weiß auch nicht, warum ich wegen einem Spiel so eskaliere. Aber es ist halt einfach nur mal so, dass wenn man sich darauf einstellt, ne, wenn man dadurch Content produziert, wenn man quasi ein Fan dieses Spiels ist. Also ich deklariere mich ja selber als Fan dieses Spiels. Und wenn man von etwas Fan ist, dann findet man einfach scheiße, wenn das Ganze scheiße ist. Ich meine, ihr kennt das eventuell, wenn ihr ins Stadion geht. Ja, normalerweise freut man seine Mannschaft an, beziehungsweise freut sich, seine Mannschaft spielen zu sehen. Man freut sich bei Toren und so weiter und so fort. Und natürlich ist man angepisst, wenn die Mannschaft scheiße spielt und verliert. Und dann ist man auch richtig, richtig mad und hat auch keinen Bock mehr auf alles Mögliche. Ich denke mal, ihr kennt das. So ist es aber auch allgemein, wenn man eine schlechte Note geschrieben hat oder so. Man weiß es einfach. Man kriegt die Arbeit zurück und es ist wirklich irgendwie eine 4 oder eine... Nein, die 4 ist ja noch okay. Irgendwie eine 6 oder eine 5 halt. Dann ist man halt einfach mad. Und genauso ist halt auch bei FIFA. Auch wenn man jetzt Schule nicht unbedingt damit vergleichen kann, weil Schule liebt man nicht. Aber Schule ist halt auch wichtig für einen. Sollte es zumindest sein. Und ja. Deswegen könnt ihr mal sehen, was bei Max so alles schiefgelaufen ist. Ich bin ehrlich gesagt relativ froh, dass es jetzt keiner wirklich mitbekommt. Oh, der Lord. Ich habe übrigens gerade das Spiel abgebrochen, habt ihr ja gesehen. Er hat eigentlich Bender 2 Tore gemacht. Das heißt, er hat jetzt erst wieder seine Quote hergestellt. Mit 17 Spielen jetzt und 17 Toren. Eigentlich wären es jetzt schon 17 Spiele und 19 Tore, aber das ist ja. Es ist ja nicht so wild. Nimm Lacazette den Ball ab. Hat der Gegner übrigens gerade auch perfekt drauf gehabt. Er ist einfach geradeaus durchgerannt. Nee, das war. Stimmt! Chiellini ist nicht viermal rausgerückt. Nein, Chiellini ist einfach. Oh, guck mal. Chiellini ist einfach einmal, als Cavani durchgepaced ist. Einfach, er hätte nur zentral auf ihn zulaufen müssen, er ist einfach an ihn vorbeigelaufen, oder sie, also ich habe ihn nicht gesteuert, aber er stand quasi im Weg. Ich habe einen anderen gesteuert, mit dem ich den getackelt habe, sodass er in ihn reinläuft. Er hätte nur stehen bleiben müssen. Der wäre schon irgendwie reingerannt. Er ist nicht stehen geblieben, er ist an ihm vorbeigelaufen. Das gibt es gar nicht. Und deswegen auch vollkommen zu Recht, dass ich den discardet habe. Ich habe den ja dieses Jahr bisher sowieso ultra scheiße gefunden, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Und ja. Dementsprechend vollkommen zu Recht discardet. Ist natürlich wieder was. Normalerweise, ich bin ein Sparfuchs, ihr wisst es, in jeglicher Hinsicht, auch in Realität, spare ich mein Geld. Und, naja, dass man einfach dann so ein Chiellini discardet, ist halt angebracht. Ich hätte alle discarden sollen. Ich hätte alle kaufen sollen, alle discarden sollen, weil, naja, der ist halt scheiße. So, Bendtner mit einer Vorlage wäre auch nochmal ganz schön. De Bruyne sollte auch immer wieder treffen. Übersteiger vorbei am Keeper und er macht das Tor. 4:0. Vielleicht leben wir so einen Rage-Quit, so wie gerade meiner war, mit dem Unterschied, dass ich ja wirklich besser spiele als er. Und, naja, werden wir mal sehen, was der gute Mann so machen wird. Ah, er spielt wohl weiter. Um den Torwart herum. Genau. Kennen wir schon. Oh, verdammt. Wenn sie mal erwischt den Ball. Jo, wahrscheinlich, oder? Okay, aber gehalten von Handanovic, das muss aber nichts heißen. Aber okay, wir kriegen immer nur einen Eckball. Flanke. Mit Varan kannst du ja nicht an der Torauslinie durchspazieren. Ja. Normalerweise macht man das ja so, also die Gegner, ich nicht. Wenn man Ecken kurz ausführt, man geht an der Torlinie lang, weil einen dann irgendwie keiner angreift, weil das Verteidigen dieses Jahr ja so scheiße schwierig geworden ist. Und ja. Ist dann halt irgendwie frei vom Tor, kann querlegen. Und dann ist er drin. Ah, da wollte ich es so schön machen. Ich hätte einfach anhalten können oder so. Ich wollte mit der Ballrolle vorbei an Mathieu. War halt ein bisschen blöd in der Situation. So, wieder De Bruyne. Vielleicht noch ein bisschen besser noch. Auf. Da ist niemand, der irgendwie kopfballstark ist. Iraola.
Bei Dinier wäre da gerade drin gewesen im Spiel. Soll jetzt aufpassen. Ball auf Benzema wird wahrscheinlich kommen. Ja, aber spät. Trotzdem, naja. Wollte gerade sagen, den sollte man haben. So, Luke Shaw. Eriksen und De Bruyne. So, wunderbar gemacht. Das war nicht so geplant. Ich wollte eigentlich anhalten. Okay. Basali mit dem Foul. Böser, böser Junge. Basali wurde gefoult, glaube ich. Und ich glaube, jetzt ist es soweit, oder? Ist es jetzt soweit? Das war so, es hat das ganze Spiel nicht geleckt und jetzt plötzlich, es müsste einfach der Abbruch sein normalerweise. Ich würde mich einfach wirklich darüber freuen. Normalerweise finde ich es nicht so gut, wenn die Gegner Rage quitten, weil man nicht so ganz die Coins bekommt. Aber in dem Fall fände ich es jetzt einfach angebracht. Ja, er hat verlassen. Gut, das war's dann von dieser etwas ragigeren Episode. Ich hoffe, euch hat trotzdem irgendwie gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da oben da. Würde ich mich trotz allem drüber freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao.